herzlich willkommen im schönen Yoga-Raum und bei euch zu Hause. Wir gehen heute mit diesem Video nochmal in eine Einsteigerstunde und schaffen uns nochmal viel Raum und gehen in den unteren Teil vom Sonnengruß, üben das nochmal ein bisschen, damit es dann immer weicher, immer fließender wird. Haben die ganze Zeit jetzt einfach im Hinterkopf. Ich will mir Raum schaffen, ich will weit werden und will in meiner Weite mich wohlfühlen und so ganz da sein. Also dann, für die Meditation, so wie immer, eine gerade Haltung finden im Sitzen oder im Liegen. Die Haltung passt sowohl zu einem selbst als auch zur Meditation. Versucht also nicht mit der Haltung irgendwie etwas Besonderes darzustellen, sondern seid so ganz natürlich und selbstverständlich. Handinnenflächen weisen hinauf oder liegen ineinander wie eine kleine Schale, sodass sich nur noch die Daumen berühren. Auch im Liegen die Hände weit nach oben öffnen. Probiert euch das aus, wechselt auch ruhig immer wieder mal, damit ihr das für euch selbst abstimmen könnt. Es ist zwar gut, wenn ihr auch immer wieder die gleiche Haltung benutzt, damit die Gewohnheit gewissermaßen noch trägt, aber es ist auch sinnvoll, das immer wieder tagesaktuell abzustimmen. Wie fühlt es sich jetzt für mich richtig? Wenn ihr eure bequeme Haltung gefunden habt, schließt ihr die Augen und kommt zunächst einmal in eurer Haltung an. Atmet absichtlich zunächst etwas tiefer. Atmet auf. Erlaubt, dass der Atem weit, weit durch den Körper gehen darf, den Körper bewegen darf. Die offensichtliche Atembewegung wahrnehmen. Erlauben, dass der Atem den Körper bewegen darf und die Atembewegung dazu nutzen, immer noch durchlässiger, immer noch weicher zu werden. So wie der Wind durch den Himmelsraum weht, weht der Atem durch den Körper. Wenn es euch hilft, könnt ihr das innere Bild dazu aufnehmen. Der Körper wäre wie leer, ein leerer Raum. Der Atem weht durch diesen leeren Raum, reinigend, klärend, erleichternd, erfrischend, erhebend. Jeder Atemzug ein Genuss. Über die offensichtliche Atembewegung hinaus, nun auch hinunter spüren durch den Bauchraum bis in das Becken und erlauben, dass der Atem hinabfließen darf. Bis in das Becken, bis zum Beckenboden. Der Atem folgt gerne der Aufmerksamkeit. So mögen sich zarte Empfindungen zeigen. Von einer feinen Bewegung
erlauben, dass der Atem den Raum des Beckens beleben darf, erfrischen darf, durchwehen darf. Jede Neigung dazu, ängstlich festzuhalten und zu verspannen, löst sich auf, und jeder Atemzug, der hinunterfließt bis zum Beckenboden, hilft uns dabei, Urvertrauen wieder herzustellen. Mit dem Hinabatmen in das Becken auch den Kontakt zur Erde mit in die Wahrnehmung einbeziehen. Spüren, getragen zu werden. Eine freudige Verbindung zur Erde herstellen. Hinabatmen in den Raum des Beckens hilft uns dabei, immer ruhiger zu werden. Wir eröffnen uns den unteren Atemraum, Bauch und Becken zu allen Seiten hin. Atem zeigt sich in einer Bewegung nach vorne, zu den Seiten und in den Rücken. Den unteren Atem räumlich wahrnehmen. Der Atem, der hinunterfließt in den Bauchraum, Atam Pranayama, energetisiert auch die Beine und die Füße, durchströmt sie mit Energie und lässt alle hier befindlichen Energiezentren aufleuchten in den Füßen und Beinen und im Bauch. Spüren über den unteren Atem hinaus, nun auch den mittleren Atem, die Brustatmung, den Brustkorb und die Brustatmung räumlich wahrnehmen und spüren, wie sich der Atem zu allen Seiten hin ausdehnt. Ein langsames Schwingen, pulsieren, sich ausdehnen und zurücksinken, federleicht. Noch vorhandene Spannung und Verspannung lösen sich auf, werden vom Atem gelöst und davongetragen. Der mittlere Atem spricht in besonderer Weise das Energiezentrum in der Mitte der Brust, das fühlende Herz an, dem wir mit dem Atmen in die Brust jetzt viel Raum geben können. Auch hier aufatmen, noch das Herz aufatmen lassen. Es sich erlauben, sich beschwingt und leicht und frei zu fühlen und all der herzlichen Wärme freien Lauf zu lassen.
Hineinatmen in das Herz. Mag Freude vermitteln oder ein Lächeln verursachen. Ein inneres Lächeln, vielleicht auch ein äußeres Lächeln. Dem Herzen Raum geben. Ruhig und tief atmen. Spüren über den Bauch und den Brustkorb hinaus, nun auch den Raum im Schultergürtel, Hals und Schädel und bemerken hier die Atembewegung an den Schlüsselbeinen, die oberen Rippen, den Achselhöhlen, atmen in den Nacken. Und aus Kraft der Vorstellung durch den Hals sogar hinauf in den Kopf. Erlauben, dass der Atem durch den Schultergürtel, durch den Schädel wehen darf. Atmen uns den Nacken frei lassen, Last um Last, von den Schultern abgleiten. Und spüren, wie wohltuend der Atem den Geist klärt, den Atem durchgehen lassen. Freier, klarer Atem. Freier. Licht durchflutet, weit, grenzenlos, wie der blaue Himmel. Dem Atem folgt immer auch ein Fließen von Energie. So wird auch dieser Raum von Schultergürtel, Hals und Schädel energetisiert, mag durchlichtet wahrgenommen werden. Nehme nun, so gut es geht, den vollen Atem in die Wahrnehmung. Spüren, wie der Atem hinunterfließt in den Bauch. Sich hebt durch die Brust und aufsteigt in den Kopf. Wie sich die Bauchdecke wieder senkt, der Brustkorb wieder zurücksinkt und auch die oberen Lungenspitzen alle Atemluft entlassen. Sich mit jedem Atemzug ganz und gar öffnen und Raum geben. Wenn es angenehm ist, könnt ihr mit dem Einatmen denken, ich öffne mich. Ausatmen, denken und spüren, ich lasse los. Ein Ich öffne mich. Ausdenken und spüren, ich lasse los. Ich öffne mich. Ich lasse los. Und so wie es möglich ist, dass sich öffnen und weit werden, das Gefühl des Loslassens und der Gelöstheit wahrzunehmen, spielen die Worte keine Rolle mehr. Sich selbst dann lediglich wahrnehmen, in der Weite,
in der Gelöstheit, durchströmt vom Atem, energievoll aufgeladen von den Fußsohlen bis hinauf zum Schädeldach. Eins, zweimal. Nun bei den Füßen beginnen, hinaufspüren bis zum Schädeldach und wieder hinunterspüren, lediglich um sich zu bestätigen. Auch hier spüre ich die angenehmen Veränderungen. Auch hier spüre ich die Weite und das Durchströmtwerden. Die Erleichterung, das Wohlbefinden. Es spielt keine Rolle, wie häufig ihr hinauf und hinunter zieht durch den Körper. Wesentlich ist lediglich die Dichte der Wahrnehmung, die Echtheit. Spüren dann, so gut es gehen mag, den ganzen Körper, wie in einem Blick, mit all den angenehmen Veränderungen, die sich individuell realisiert haben. Voller Wertschätzung nun die angenehme Veränderung in sich bewahren, Freude darüber entwickeln, auch wenn wir nun die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen richten, all die angenehmen Veränderungen aufrechterhalten, in der Wahrnehmung halten, mit hineinnehmen in das äußere Tun. Innerlich lächeln, nun sanft den Atem wieder vertiefen. Mal ein wenig die Augen öffnen, wieder schließen, mal wieder öffnen und wieder schließen. So wie es angenehm ist, recken und strecken. Gemütlich, auf eine eigene Art und Weise, so wie es kommt. Und wenn ihr euch so ein bisschen bewegt habt, dann schaut einfach nochmal entweder auf den Bildschirm oder irgendwo in den Raum und versucht bei geöffneten Augen noch einmal und ganz deutlich Kontakt aufzunehmen mit den angenehmen Empfindungen, die zuvor gewonnen wurden, und wenn ihr spürt, oh, das ist jetzt gar nicht so griffig, ihr kommt gar nicht so leicht dran, dann schließt ihr die Augen nochmal, und mit geschlossenen Augen kann es sein, dass es dann prompt nochmal ganz deutlich da ist. Und wenn ihr das nochmal ganz deutlich spürt, dann versucht ihr noch einmal, in einem neuen Versuch,
diese Dichte der positiven Veränderung in der Wahrnehmung zu halten, nach außen zu schauen und dennoch in diesem Fühlen zu bleiben. Wenn wir die Augen öffnen, richten wir nicht alle Aufmerksamkeit nach außen, sondern ein Teil der Wahrnehmung bleibt die ganze Zeit nach innen gerichtet, in der Wahrnehmung dessen, wie fühle ich mich. Wir bleiben in dieser angenehmen Verfassung. Und wenn ihr spürt, dass es unkomfortabel wird in der Wahrnehmung, weil ihr euch allzu sehr anstrengt, weil ihr euch gehetzt fühlt oder abschweift, seid ihr besser beraten, wenn ihr einen Schritt zurückgeht im übertragenen Sinne und pausiert und die Stunde geht einfach weiter und ihr nehmt euch raus und bleibt einfach stehen, bleibt sitzen, bleibt liegen und fangt euch sozusagen erst einmal. Das ist ja das, was wir jetzt hier wirklich wunderbar in dieser Zeit üben können, dass wir ja auf uns selbst zurückgeworfen werden und wir dazu eingeladen sind, eine dichtere, wahrhaftigere Wahrnehmung zu gewinnen von uns selbst und in dieser auch präsent zu bleiben, immer und immer wieder. Und nicht nur als Ausnahmesituation, ja, jetzt bin ich mal für fünf Minuten aufmerksam gewesen und den Rest des Tages erlaube ich mir, mich in der Ablenkung zu verlieren. Also wir bleiben in der Durchführung der Übung in einer nach innen gerichteten Wahrnehmung und bleiben damit in der Ruhe und bleiben damit auch in der Situation, dass wir ständig von allen Seiten her Energie aufnehmen. Wir zerstreuen unsere Energien nicht mehr in alle Richtungen und verlieren nicht so viel Energie. Unser Präsentsein bringt uns in die Lage, uns immer, immer, immer in dieser natürlichen, entspannten Sammlung zu halten und aus dieser Sammlung heraus tätig zu sein. Dann gehen wir hinein, wie in der letzten Stunde, gehen wir noch einmal in Pavanamukta, aber nur für eine Runde, rollen also ab in die Rückenlage. Füße sind geschlossen, Nacken schön lang und beginnen mit dem rechten Bein. Das rechte Knie tief ein, heranziehen und festhalten. Und aus den Kopf hochheben, bleiben hier nochmal sehr tief einatmen. Nicht atmen und schaukeln hin und her, solange es möglich ist, die Luft anzuhalten, nicht zu früh aufgeben. Und wenn ihr dann merkt, also nun ist aber wirklich der Sauerstoff verbraucht, dann bleibt ihr in der Mitte und ausstrecken, locker lassen und spürt mal eben, Augen zu, spürt mal rechte, linke Körperseite, wie schon nach dem einmaligen Durchführen sich die Körperempfindung rechts und links in den Körperhälften anders darstellen. Wir wiederholen dann noch einmal mit rechts, Füße schließen, rechtes Knie tief ein, heranziehen, aus Kopf hoch, sehr tief einatmen. Nicht atmen und schaukeln hin und her. Und wenn die Luft verbraucht ist, in der Mitte bleiben, ausatmen, ausstrecken, Augen zu, durchatmen. Für die andere Seite, Füße schließen und das linke Knie tief ein, heranziehen, festhalten. Aus, Kopf hoch, bleiben hier, sehr tief einatmen, nicht atmen und schaukeln, hin und her.
Wenn die Luft verbraucht ist, ausstrecken und locker lassen. Gut durchatmen. Noch eine Runde, Füße schließen, linkes Knie tief ein, heranziehen, festhalten, aus, Kopf hoch, sehr tief einatmen, nicht atmen und schaukeln, hin und her. Wenn die Luft verbraucht ist, ausstrecken und durchatmen. Augen zu, ruhig und tief ein- und aus. Am Boden entlang den Kopf hin und her drehen, ausatmen nach links, ein ganz nach rechts. Lassen wir den Kopf dann wieder in der Mitte liegen. In einer kleinen Pause alles loslassen. Sich darin üben, auch innerhalb kürzester Zeit umzuschalten auf die Entspannung eine Sammlung, ein Bei-sich-Sein, ein Wohlbefinden. Kommen in aller Ruhe wieder in Bewegung, ziehen die Knie heran für Navaka Kriya. Vom Gewicht der gestreckten Beine getragen, mit dem Einatmen sich hinaufschwingen, aus, abrollen, ein, hinauf, aus, abrollen, ein, und so weiter. Ein nächstes Mal bleiben wir dann oben sitzen, kommen hinauf in den vierfüßigen Stand, Hände unter den Schultern, Ellbogen zeigen etwas zu den Seiten, holt Höhe aus den Schultern, neutral gerade Rücken nicht durchhängen. Gehen in ein Rückwärtskreisen mit dem rechten Arm, um uns hier Raum zu schaffen. Die rechte Hand zieht nach vorne, tief ein, mit dem rechten Arm hinauf, gehen über die Senkrechte und schauen hinterher, aus, hinten hinunter. Ein, nach vorne hinauf, über die Senkrechte, aus, hinten hinunter. Ein, hinauf. Aus, abstellen, gut durchatmen. Andere Seite, linke Arm, tief ein nach vorne hinauf, über die Senkrechte. Aus, hinten hinunter. Ein nach vorne hinauf. Aus, hinten hinunter. Ein hinauf. Aus, hinunter, gut durchatmen. Setzen die rechte Hand vor der linken ab, wie ein Tipptopp-Schritt und setzen das Gesäß nach hinten zu den Fersen, Kopf sinkt hinunter. Hier bleiben wir, nach vorne gelehnt. Ruhig und tief ein und aus.
Versucht hier nicht zu sehr linkslastig zu werden, sondern mit dem Schwerpunkt mittig zu bleiben, damit ihr wirklich in der Dehnung bleibt, die Dehnung eher suchen, als sie auszuweichen. Wenn ihr zu sehr nach links geht, dann verliert ihr an der Möglichkeit, euch zu dehnen. Mittig bleiben. Mit einem nächsten tiefen Einatmen kommen wir dann wieder hinauf in den vierfüßigen Stand. Aus Ankommen, rechte, linke Seite vergleichen. Andere Seite hinterher, linke Hand vor der rechten und setzen uns nach hinten, Kopf sinkt und hier bleiben wir. In die linke Seite atmen, Schwerpunkt bleibt mittig, auch wenn die Hände in einer Spur liegen mit dem rechten Knie, bleibt ihr mit dem Schwerpunkt mittig. Der Kopf kann auf dem rechten Arm liegen oder auch zwischen die Arme hinabsinken. Ich halte den Kopf etwas gehoben, einfach damit ich noch gut zu hören bin. Mit einem nächsten tiefen Einatmen kommen wir dann wieder hinauf in den vierfüßigen Stand. Und aus, hier ankommen, auf der rechten Seite, die Zehen aufstellen und schieben dann mit der Ferse nach hinten. Hier bleiben wir, ruhiger, tiefer Atem. Wenn ihr sehr viel Schub gebt, könntet ihr auch das andere Knie vom Boden lösen. Und interessant ist hier festzustellen, dass die Dehnung über das Bein dazu führt, dass der Atem nach unten hin verstärkt wird. Und vielleicht könnt ihr das jetzt wahrnehmen. Nochmal tief ein, aus, Bein zurück, mal eben nachspüren, was der Atem damit anfängt. Sich nie etwas vormachen, ne? Immer schön ehrlich bleiben mit sich selbst. Andere Seite genauso. Der linken Seite Zehen aufstellen, Ferse schiebt nach hinten, bleiben hier, ruhiger, tiefer Atem. Wenn nötig, über den Mund ausatmen. Nochmal tief ein und aus. Aufstellen, gut durchatmen, stellen auf beiden Füßen Zehen auf, nochmal tief ein für Meruasana, aus, Po hoch, nach hinten stützen, bleiben hier, mal rechts, mal links, das Knie beugen, räkeln, strecken, bringt auch ruhig die Hüfte mit ins Spiel. Sie können hier so ganz weich werden auch und so ein bisschen drehen, auch deutlich drehen und sucht eure Möglichkeiten, euch über den Rücken und über die Beine zu dehnen. Nicht vergessen, auch mal beide Knie zu beugen, um auch aus dem Rücken noch mehr Dehnung rauszuholen. Und in dieser Weise geht ihr dem eigenen Spüren nach und findet eure Möglichkeiten, ganz weit zu werden über die Beine, verlagert das Gewicht Innenkanten, Außenkanten und schieben dann auch nochmal das Gewicht ganz nach hinten, halten still in der Position, Nacken locker. Ruhig und tief ein und aus. Noch einmal tief ein, aus, Knie zum Boden, Zehen lang und vor den Knien, Fäuste aufeinander, Stirn darauf, bleiben hier. Die Ellbogen zeigen ganz zu den Seiten.
Nacken schön lang. Wenn nötig, aus über den Mund. Heben dann langsam den Kopf wieder hinauf, gerade Rücken. Kommen mit geradem Rücken wieder hinauf zum Sitzen. Hände auf dem Schoß, Schultern locker, Augen zu. Sitzen in Vajrasana, im Fersensitz. Wenn ihr in diesem Moment den Eindruck habt bei geschlossenen Augen, dass von der Stirnseite her in eine Lichtquelle schauen würdet, dann nehmt dieses Bild sofort auf und lasst von oben nach unten Licht durch den ganzen Körper fließen, durchatmen, weit werden. Druck und Spannung fließen ab. Die Vorbeuge beantworten wir dann jetzt mit einer Rückbeuge. Öffnen die Augen und wir hatten in einer der letzten Videos schon mal die Situation, dass wir in eine Ustrasana gegangen waren und dann gab es die Rückmeldung, dass es wieder mal jemandem schwindelig geworden ist und viele von euch kennen dieses Phänomen und darum möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen. Einmal, ihr lasst auf jeden Fall die Augen geöffnet und wenn es euch schwindelig wird, dann pumpt ihr mit den Händen, beugen, strecken, beugen, strecken. Ihr seid in der Rückbeuge mäßig, so dass ihr den Kopf haltet, nicht ganz in die Rückbeuge fallen lasst, so dass ihr noch in der Spannung seid, hier von der vorne liegenden Muskulatur den Kopf drehen. Ne? Hier bleibt ihr noch in, die Spannung, in der Spannung und lasst nicht ganz locker. Was weniger günstig ist, wenn ihr darauf verzichtet, wirklich das Becken nach vorne zu bringen. Also so nach hinten gesetzt zu bleiben mit dem Po und dann sowas zu machen, ist weniger günstig. Ihr geht wirklich ganz nach vorne und könnt auch ganz aufmachen. Gewicht geht ganz nach vorne, aber im Nacken hier bleibt ihr lang, Augen unbedingt auf und wenn ihr zurückkommt und merkt, uiuiui, jetzt wird es mir schwindelig, dann pumpt ihr und pumpt ihr und pumpt ihr und pumpt ihr. Und möglicherweise müsst ihr auch zwischendurch einmal aussetzen. Dass das vorkommt, ist mir über die vielen Jahre, oder ist geläufig, ja. Und verliert sich dann aber mit dem Üben. Also irgendwann sind wir mehr Sauerstoff und mehr Energie gut gewöhnt, so dass wir hochgehen. Der Kreislauf ist stabiler geworden, so dass wir das dann ohne diesen Nebeneffekt machen können. Also dann gehen wir hinein, Arme locker neben dem Körper, mit einem Einatmen hinauf, Becken geht nach vorne, Arme locker hochgucken, Kopf zurück und aus, hinsetzen, wenn ihr braucht, pumpen, ne? Wieder ein, hinauf, könnt auch dabei die Fingerbeugen strecken, Kopf zurück, aus, hinsetzen, nochmal. Tief ein, hinauf, Becken geht nach vorne, hochschauen, Kopf zurück, aus, sitzen. Lösen das Ganze nach vorne in den vierfüßigen Stand auf, ruhig über den Mund ausatmen. Kommen nochmal in Meru Asana, in die Berghaltung und dann in die Stockstellung. Einmal tief einatmen. Aus, Po hoch, nach hinten stützen, schädeln.
Mit einem Einatmen stockgerade po runter. Wenn euch das zu viel ist, bringt ihr die Knie zum Boden. Aber wenn ihr könnt, halten. Und aus, po hoch. Ein Ausstrecken und ein Ausstrecken. 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 Noch einmal. Po hoch bleiben. Hier ruhiger Atem. Bauch entspannen. Nacken locker. Um weiterzugehen, mit einem Einatmen wieder ausstrecken, die Spannkraft im Körper spüren, aus Knie zum Boden und die Brust zwischen den Händen platzieren, aber Po bleibt oben. Kinn, Hände, Brust, Knie, Zehen am Boden. Ashtanga Bhumi Sparsha. Und dann ablegen und Hände aufeinander, Stirn darauf, lassen wir einen Moment locker, Fersen kippen zu den Seiten, Augen zu, bleiben hier einen Moment liegen in der Bauchlage, Unmuke Asana, lassen bildhaft aus dem Körper all das Angespannte, Angestrengte abfließen. Was es noch verhindern kann, sich in diesem Moment durch und durch wohl zu fühlen, erleichtert und frei. Der Atem weht durch den Körper und jedes Ausatmen ist ein vollständiges Loslassen. Um weiterzugehen, nun die Füße schließen oder zumindest parallel halten, dass die Fersen nicht mehr zu den Seiten kippen. Legen die Hände neben der Brust ab, Kinn ist herangezogen, langer Nacken, Ellbogen ziehen nach hinten, nach unten. Und ihr kippt das Becken so ein bisschen, gebt dafür etwas mehr Druck mit den Knien zum Boden, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kippt. Und nur aus Rückenkraft, nicht aus Armkraft, kommen wir wiederholt in die Oberkörperhebung. Erst vollständig ausatmen, aus, aus, aus und langsam tief ein, aus Rückenkraft heben. Dann nach vorne schauen und erst wenn es nicht weiter geht, helfen die Arme ein bisschen nach, Ellbogen ziehen nach hinten unten und aus, ablegen und Kinn heranziehen, langer Nacken, einmal zwischendurch atmen. Ellbogen ziehen in Richtung zur Taille, wieder tief einheben aus Rückenkraft, nach vorne schauen, wenn es nicht weiter geht, erst dann setzt ihr auch mit der Armkraft ein. Und aus, hinunter, ganz zum Schluss, Kinn heranziehen, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief einheben aus Rückenkraft. Die Arme helfen dann, verhindert, dass die Schultern zu den Ohren ziehen. Und aus, hinunter, einmal durchatmen. Wieder tief einheben aus Rückenkraft, geben dann Druck auf die Knie, kommen über die Knie und den vierfüßigen Stand in die Berghaltung, gehen von hier weiter.
Einatmen, ausstrecken, Stock gerade. Aus Knie, Brust, Kinn zum Boden und dann ablegen. Gut durchatmen. Neue Runde, tief einheben aus Rückenkraft. Aus in den Berg, Po hoch. Tief ein, ausstrecken. Aus Knie, Brust, Kinn zum Boden und ablegen, Kinn herangezogen. Einmal zwischendurch atmen. Und wieder einheben. Aus, Po hoch. Tief ein, ausstrecken. Aus Knie, Brust, Kinn zum Boden und ablegen. Einmal durchatmen. Einheben aus Rückenkraft. Aus, Po hoch. Tief ein, ausstrecken. Aus Knie, Brust, Kinn zum Boden und ablegen. Einmal zwischendurch atmen. Ellbogen ziehen zur Taille. Nochmal tief ein, hinauf. Aus, Po hoch. Tief ein, ausstrecken. Aus Knie, Brust, Kinn zum Boden und ablegen und locker lassen. Hände aufeinander, Stirn darauf. Fersen kippen locker zu den Seiten, versucht auch in den Schultern sehr flach zu liegen. Langer Nacken, Blick nicht nach vorne, sondern Kinn herangezogen. Und lassen noch einmal alles los. Auch das Gefühl der Anstrengung loslassen. Unruhe und Spannung gleiten in die Erde ab und zurück, bleibt der entspannte und ruhige Körper. Nochmal gut durchatmen. Kommen dann wieder hinauf, die Füße schließen, die Hände neben der Brust am Boden abstellen, nicht neben den Schultern, neben der Brust. Ellbogen ziehen nach hinten, unten, Schultern weg von den Ohren, ganz langer Nacken. Bring den Po nach hinten zu den Fersen. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus. Druck auf die Knie etwas. Mit dem Einatmen Kopf, Oberkörper hinauf. Aus, den Po nach hinten bringen und bleiben hier nach vorne gelehnt. Langer Rücken, lange Arme, Kopf sinken hinunter. Ruhig und tief ein und aus. Die Dehnung über die Rückseite des Körpers bewahren, indem ihr mit den Fingern wirklich nach vorne streckt. Nicht locker lassen, sondern schon lang strecken. Wer mag, kann auch auf die Fingerspitzen kommen. Atmen in die ganze Länge des Rückens. Spüren auch die ganze Länge der Wirbelsäule. Indem wir gleichzeitig die Wirbelsäule in der Wahrnehmung halten, den Atem spüren,
energetisieren wir das Rückgrat. Das Rückgrat, vital, stabil, beweglich, kraftvoll vor Augen haben. Eine stabile Säule, die uns gut im Leben hält und uns aufrecht und aufrichtig durchs Leben gehen lässt. Von innen her stabil. Langsam erst den Kopf heben, gerader Rücken. Mit geradem Rücken hinauf zum Sitzen. Im Sitzen Hände auf dem Schoß, Augen zu. Sitzen einen Moment. Wenn sich noch einmal dieses innere Bild zeigen sollte, von Helligkeit im Raum vor der Stirn, das Licht sofort durch den ganzen Körper fließen lassen. Eine Lichtdusche nehmen, reinigend und erfrischend, ermutigend, wohltuend. Kommen dann weiter hinauf, Augen auf, die Hände aufstellen, dann rollt ihr die Zehen auf. Hocken einen Moment, Gesicht nach geradeaus, Schultern locker. Atmen etwas tiefer ein und aus, die Aufmerksamkeit bleibt im Bauchraum. Atmen Licht, nicht nur Luft, und fühlen den Bauchraum mit sonniger Vitalkraft. Stärken damit unsere Bereitschaft, in aller Ruhe mit allem umzugehen, nicht zu verweigern, sondern so ganz bereit zu sein, lebensbejahend, offen, flexibel, fähig, sich anzupassen, von innen her durchsonnen, gut motiviert. Mit einem nächsten tiefen Einatmen die Beine strecken, Kopf im Nacken. Und aus, locker nach vorne gelehnt bleiben. Wenn ihr den Spielraum habt, zeigen die Ellbogen zu den Seiten. Jeweils einatmend Kopf hoch. Und aus, locker lassen. Eine Kopf hoch. Aus, locker lassen. Die Zehen könnt ihr etwas heben. Körpergewicht eher etwas weiter nach vorne, als den Po zu weit nach hinten rauszuschieben. Werden genüsslich weiter über die ganze Rückseite des Körpers. Lassen den Oberkörper dann sanft hinabsinken, so wie es notwendig ist, könnt ihr die Knie natürlich auch etwas beugen. Wiederholen Garuda Asana aus den letzten Stunden. Die Knie beugen auf einen rechten Winkel, dann tippen nur noch die Fingerspitzen zum Boden. Mit einem Einatmen Arme weit. Zwischen die Füße gucken, kurz halten und aus, locker lassen, gut durchatmen. Nochmal tief ein, die Knie beugen, Arme zu den Seiten, kurz halten, langer Nacken.
und aus. Locker lassen, gut durchatmen. Noch einmal. Tief ein, die Knie beugen, Arme heben. Kurz halten. Und aus. Locker lassen, gut durchatmen. Mit dem nächsten Mal kommen wir dann jetzt hinauf. Einatmen, die Knie beugen, die Arme heben wie Flügel, mit geradem Rücken hinauf, Augen auf, ganz weit geöffnet dastehen und aus, fallen lassen. Schütteln, nochmal Arme und Beine aus. Stellen die Füße hüftbreit. Augen zu, kommen zunächst einmal an in der neuen Ausgangshaltung. Stehen, feste Verbindung zur Erde. Über das Schädeldach die Verbindung zum Himmelsraum bewusst machen. Wie ein Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Wach von den Fußsohlen bis zum Schädeldach, ganz klar in der Körperwahrnehmung. Kommen dann ins leichte Schwingen, Augen auf, vom Becken her Schwung geben, lassen die Arme um den Körper fliegen. Der Raum, den ihr jetzt mit den Händen berührt, so weit wie die Arme hier reichen, könnt ihr als euren Raum wirklich annehmen. Lassen das Ganze ausschwingen. Wenn die Arme wieder zur Ruhe gekommen sind, Schultern nach hinten, unten, Augen zu. Spüren nochmal, so fühlt sich der Körper jetzt an. Für die Seiten neigen, Talakriya, die Augen öffnen, stellen die Füße recht dicht nebeneinander, eine gewisse Grundspannung in die Beine bringen. Ihr könnt euch vorstellen, ihr wolltet die Beine zueinander annähern, die zwei Schienen, ja, die man zusammenbringen wollte. Halten die Grundspannung in den Beinen bis zum Becken, bleibt ihr da recht ruhig. Heben dann den rechten Arm tief ein hinauf. Ich mache spiegelverkehrt mit, ein rechts hinauf. Aus, zur Seite neigen. Tief ein hinauf. Aus, zur Seite neigen. Beine, Gesäß stabil angespannt. Wieder ein hinauf. Aus, zur Seite neigen, wechseln die Arme, ein links hinauf, aus, nach rechts neigen, ein hinauf, aus, nach rechts neigen, ein hinauf, aus, nach rechts neigen. Tief ein, beide Arme hinauf, aus, zur Seite, ein hinauf, aus, zur Seite, ein hinauf, aus, ein hinauf, aus. So stabil wie der Stamm einer Palme und so beweglich wie der Stamm einer Palme, die Wirbelsäule und sich selbst wahrnehmen, beweglich, kraftvoll zugleich.
Der Atem trägt die Bewegung. Nur noch einmal tief ein, hinauf, noch höher strecken, noch tiefer ein, noch höher strecken, noch tiefer ein und aus die Arme locker fallen lassen, schütteln aus. Stehen ein Momentchen, Augen zu. Beobachten in der Pause, wie der Körper reagiert. Schaffen uns noch mehr Raum, Augen auf. Den rechten Fuß vor dem linken platzieren. Werden auch so nochmal ganz weit. Ich mache spiegelverkehrt mit. Ne? Die Arme tief ein, hinaufheben und aus. Hände aufstellen und drehen nach rechts. Tief ein, führt die rechte Hand die Bewegung an. Bleiben kurz und aus, langsam wieder zur Mitte. Nochmal. Tief ein, zur Seite drehen, kurz halten und aus zur Mitte. Der hintere Fuß bleibt der Standbein. Nochmal. Tief ein, drehen, kurz halten. Und aus zur Mitte bleiben hier, nochmal tief ein und aus, fallen lassen. Schütteln aus, andere Seite gleich hinterher, linker Fuß vor dem rechten, wie ein Tipptopp-Schritt, Schultern hinten unten, langer Nacken. Und als hätten die Arme kein Gewicht, schweben die Arme mit einem Einatmen hinauf. Aus, die Hände aufstellen. Der linke Arm führt die Bewegung an. Tief ein, zieht die linke Hand nach hinten. Alles andere ist wie im Schlepp. Bleiben und aus, langsam wieder zur Mitte. Nochmal. Tief ein, drehen, kraftvoll mit den Händen zu den Seiten ziehen, schieben. Aus, zur Mitte, noch einmal, tief ein, drehen, kurz halten und aus, zur Mitte, nochmal tief ein und aus, locker lassen, schütteln aus. Augen zu, stehen einen Moment, ruhiger, tiefer Atem. Rollen dann schon wieder ab, der Kopf sinkt hinunter, den Kopf bequem rechts, links etwas hin und her bewegen. Beim Abrollen bringt ihr den Kopf recht dicht am Körper hinunter, nicht zu sehr nach vorne kommen. Und wirklich abrollen, Knie gehe ruhig ein bisschen nach, das ist weich geht, Kopf runter, wenn ihr mögt, ein bisschen bewegen, ausschütteln,
Knie geben nach. Könnt rechts, links euch auch ein bisschen hin und her bewegen. Hängen den Oberkörper aus, die Arme ineinander verschränkt, Füße ein bisschen auseinander. Heben einige Male den Kopf, mit dem Einatmen Kopf hoch nach vorne schauen und ausfallen lassen. Nochmal tief ein, Kopf hoch und fallen lassen. Nochmal tief ein, Kopf hoch und fallen lassen. Hocken dann einen Moment. Könnt die Beine dafür grätschen und euch zwischen die Beine lehnen. Die Arme ziehen dabei ganz weit nach vorne, während das Becken nach hinten sinkt. Und zwischen diesem nach vorne ziehen und nach hinten sinken, findet ihr die Balance, so dass ihr über den ganzen Rücken wirklich in eine maximale Dehnung kommt. Ruhig über den Mund. Aus, aus, aus. Lösen das Ganze dann jetzt nach vorne auf in den vierfüßigen Stand. Über den Mund ausatmen, Druck raus, Herz entlasten durch das Ausatmen über den Mund. Für eine Drehung. Eine Dreieckspose aus dem vierfüßigen Stand, die uns nochmal ganz in die Weite bringt. Dort, wo die rechte Hand steht, den rechten Fuß abstellen, Hand daneben, Schulter und Knie schön stabil zusammen. Hinten stellt ihr die Zehen auf, Ferse kippt nach innen. Von hier gehen wir hinein, so wie ihr es kennt, den linken Arm tief ein zur Seite hinaufheben. Hinterher schauen, bleiben hier. Ruhiger, tiefer Atem. Wenn euch das unangenehm viel wird, macht zwischendurch einen Armkreis. Wenn euch das vom Nacken her unangenehm viel wird, schaut zwischendurch hinunter. Die untere Hand lasst nicht allzu schwer werden. Die ganze Tendenz geht in das sich aufwärts bewegen. Auch wenn beide Füße natürlich nach viel Stabilität suchen und auch Stabilität finden. Wenn nötig, aus über den Mund. Die gehobene Hand ist in sich straff, ne? Nicht wie ein Fähnchen im Wind, unentschlossen, sondern ganz stabil, absichtsvoll sich dem Himmel zu wenden, nicht nur vielleicht als Option, sondern ganz sicher. Noch einmal tief ein, aus, Arm zurück und Füße zurück, lehnen uns wieder nach hinten, setzen uns nach hinten, langer Rücken, tief und ruhig durchatmen. Die ganze Länge und Breite des Rückens spüren, sich den Rücken frei atmen, noch vorhandene Lasten über Bord werfen, loslassen. Dass sich frei fühlen, können wir für uns selbst realisieren, kommt nicht von außen, sondern kommt von innen. Nicht abwarten, bis vielleicht irgendjemand kommt und sagt, oh, das nehme ich dir ab. Nein, selber loslassen. Das Gefühl von Druck loslassen. Und mit weniger Druck, mit mehr Leichtigkeit das tun, was zu tun ist.
wie vom Atem getragen, mit einem Einatmen hinauf in den vierfüßigen Stand und aus, dort ankommen, dort wo die linke Hand steht, den linken Fuß aufstellen, drehe mich mal um. Zehen hinten aufgestellt, bring die Fußsohle zum Boden. Wenn ihr soweit seid, mit einem Einatmen nach rechts öffnen, hinterher schauen, Kinn ist herangezogen. Wenn euch das zu viel ist, mit dem gehobenen, gestreckten Bein hinten, könnt ihr auch das Knie am Boden lassen und hier drehen und so zunächst einmal üben, in die Beweglichkeit des Oberkörpers zu kommen und dann später das Ganze erweitern. Wenn es euch viel wird, Armkreis oder auch den Kopf mal hin und her bewegen. Wenn es euch ganz zu viel wird, auch frühzeitig alleine die Übung zu Ende bringen. Ruhig aus über den Mund. Noch einmal tief ein, aus, Arm zurück, Beine zurück, ruhen aus und bleiben, gut durchatmen. Langsam erst den Kopf heben, dann den Oberkörper heben, sitzen, auf den Füßen, Augen zu. Wenn sich ein Eindruck von Helligkeit zeigt, nochmal von oben nach unten Licht fließen lassen, sich entspannen, loslassen. Für eine einfache Rückbeuge nochmal gut durchatmen, lösen wir den Sitz, kommen in eine der Fischposen, sitzen zunächst gerade, stopp, und aus dem geraden Sitzen bringt ihr die Ellbogen zum Boden, nicht breiter als schulterbreit, Füße geschlossen, geben dann Druck mit dem Gesäß zum Boden, der untere Rücken wölbt sich, das Brustbein heben, Höhe gewinnen aus den Schultern, nicht einsinken, hochschauen, den Kopf halten, nicht locker lassen, sondern noch halten. Bleiben hier für einige ruhige Atemzüge. Wenn es euch viel wird für den Nacken, schaut ihr zwischendurch nach vorne. Könnt auch nochmal die Spannung rausnehmen und die Spannung auch wieder aufbauen. In dieser Weise euer eigenes Maß finden, indem ihr auch durchaus immer wieder rausgeht aus der Position Matsyasana. Mit einem nächsten tiefen Einatmen Kopf hoch und aus abrollen und wenn ihr liegt, am Boden entlang den Kopf hin und her bewegen, einatmend nach rechts und aus ganz
mit einem nächsten Mal bleibt der Kopf in der Mitte liegen. Augen zu und kommt hier zunächst einmal im Liegen an. Ziehen dann nacheinander die Knie heran. Die Knie fassen und schaukeln gemütlich in Kreisen oder pendeln, Nacken schön locker. Wenn Schmerzpunkte auf sich aufmerksam machen, dies nicht übergehen, sondern dort bleiben und in kleinen Mini-Bewegungen immer wieder drüber gehen. Lassen die Knie dann mit ihrem Gewicht ganz in die Arme fallen, also die Hände liegen wie Kappen an den Knien und das Gewicht der Beine fällt in die Hände. Und als wären die Unterschenkel wie ein Entenschwanz, bewegen wir die Füße hin und her und dadurch bewegt sich die ganze Wirbelsäule. Und sogar der Nacken, wenn ihr den Nacken locker lasst, locker, 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 locker. Die Knie bleiben an sich so ziemlich an Ort und Stelle. Und die Füße, die Unterschenkel bewegen sich. Lassen den Schwung durchgehen. Lassen das Ganze dann auch schon wieder ausschwingen. Lassen los, Hände beiseite. Stellen die Füße auf, nehmen die Füße aber ein bisschen weiter ruhig weg. Fußspitzen heben. Und die Fersen nehmen wir jetzt als Fixpunkte und rutschen auf der Haut des Rückens rauf und runter. Und kommen damit auch in so eine kleine unwillkürliche Bewegung. Dass der Kopf in so eine nickende Bewegung kommt, ganz locker. Augen ruhig zu, verschieben die Haut auf dem Rücken, werden lockerer und lockerer und lockerer. Das Ganze nicht abrupt anhalten, sondern ausschwingen lassen. Und nacheinander die Beine dann ausstrecken. Die Fußspitzen kippen locker zu den Seiten. Und so wie ihr den Raum habt, nehmt mal die Arme ganz zu den Seiten. Und liegen weit geöffnet da. Über uns können wir nun den blauen Himmel visualisieren, uns selbst in dieser Weise jetzt so darlegend wahrnehmen, weit geöffnet, getragen von der Erde und ganz und gar bereit, all das Gute, das aus dem Himmelsraum auf uns zuströmt, auch aufzunehmen. Nach eurem Empfinden
Bleib dir in dieser Haltung liegen und findet von hier aus direkt einen Zugang in die Entspannung. Oder ihr geht nach eurem Empfinden nochmal in eine kleine Drehung. Hebt und senkt nochmal das Becken oder schaukelt nochmal auf dem Rücken. Fühlt euch ganz frei, dem nochmal nachzugehen, was da als Impuls so kommt. Denn sind ja doch einige auch, die sich als Einsteiger bezeichnen, die doch schon so ein paar Stunden mit mir gemacht haben, dass da auch eigene Ideen sein können. Kann auch sein, dass unabhängig vom Yoga ganz freie Bewegungen entstehen. Geht dem nach. Es ist wertvoll, auf die eigene innere Führung zu hören. Und ich setze mich hin, aber ihr bleibt liegen. Wir treffen uns dann in der Rückenlage für die Entspannung. Nehmt euch, wenn ihr mögt, eine Decke. Wenn ihr in der Rückenlage spürt, dass der Kopf doch immer wieder zurückzieht, nehmt euch ein kleines Kissen unter den Kopf, Schultern locker. Augen zu. So fühle ich mich jetzt. Nichts mehr tun, keine Übung durchführen, sondern erlauben, dass jetzt Ruhe einkehren darf. Von den Fersen bis zum Hinterkopf, die Kontaktpunkte zum Boden wahrnehmen, und als wäre die Unterlage weich, sinkt der Körper etwas weiter hinab. Dieses Gefühl des Hinabsinkens im ganzen Körper oder auch in Teilen des Körpers kann sich nun die ganze Zeit über wiederholen. Denn das Eintauchen in die Entspannung ist etwas vollkommen Persönliches, Einzigartiges. Das wiederholte Eintauchen in die Entspannung ähnelt sich, so wie sich die Sonnenaufgänge ähneln. Und doch ist es jedes Mal unwiederbringlich, einzigartig lebendig. Versucht aufzuhören, etwas zu tun, zu steuern, zu regulieren, sondern erlaubt euch, loszulassen, um zu erleben, dass alles wunderbar läuft, auch ohne unser Hinzutun, ohne unsere Kontrolle. Anstelle uns einzumischen, erlauben wir, dass die Lebenskraft, die in uns wirkt, so unglaublich intelligent, so unglaublich fürsorglich und heilsam, jetzt frei wirken darf,
so ganz und gar in die Haltung eines stillen Beobachters gehen, der zuschaut, wie es sich jetzt anfühlt. Wenn vertrauensvoll noch einmal losgelassen wird und noch einmal. Das Loslassen der Entspannung wirkt wie ein Schleusenöffnen. Wir können immer noch mehr Energie kanalisieren. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil wir geschehen lassen. Eine wertvolle Erfahrung. Zu meinen Gunsten ereignet sich da vieles. Ohne meine Kontrolle. Nur durch meine Bereitschaft, geschehen zu lassen. Und so können wir jetzt spüren, wie angenehm sich die Füße und die Beine anfühlen, weil sich der Körper auf die Entspannung eingelassen hat. Und können spüren, wie wunderbar es sich anfühlt, im Raum des Beckens und im Rücken losgelassen zu haben und immer noch weiter loszulassen. Nehmen wahr, wie wohl sich der Bauch und der Brustkorb fühlen, weil sich der Körper entspannt und immer noch weiter darauf einlässt. Aufatmet und loslässt. Es genießt, durchströmt zu werden. Spüren die Schultern, Arme und Hände. In der Entspanntheit, die sich bis hierhin realisiert hat. Ehrlich bleiben. Ganz wahrhaftig bei dem bleiben, was sich wirklich zeigt. Und sich möglicherweise darüber freuen. So angenehm fühlt es sich an, wenn ich entspanne. Spüren den Hals und den Schädel, getragen von der Erde, gänzlich spannungslos, angenehm durchströmt, ganz ruhig und klar. Der ganze Körper liegt. Entspannt, durchströmt da, vertrauensvoll geschehen lassen, in Shavasana, der friedvollen Pose, friedlich in sich ruht. Da sei, in sich selbst geborgen, denn wir kommen in der Entspannung bei uns selber an. So fühle ich mich, wenn ich losgelassen habe und
entspannt, geborgen in mir selbst. All das Gute, das sich in diesem Moment tatsächlich zeigt, in den Körperzellen aufnehmen, nicht im Verstand. Der Körper merkt sich dieses Gefühl, entspannt zu sein, sich wohlzufühlen, lebendig durchströmt zu sein, ganz und gar vertrauensvoll und friedlich. Von innen her gestärkt, nun sanft etwas tiefer wieder beginnen zu atmen, komm langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung. Nach dem eigenen Empfinden recken, strecken. Dreht euch ruhig nochmal auf eine Seite. Atmet noch zwei, dreimal durch in der Seitlage. Gehen in einen kurzen Abschluss dieser Stunde. Nehmen die Hände noch einmal vor die Brust. Namaskara Mudra, Augen zu. Spürt bitte, wie die Handhaltung das Herz anspricht. Spürt die angenehme Atmosphäre, die ihr erschaffen habt, um euch herum. Ein Wohlfühlraum, Shraddham. In diesem Wohlfühlraum, der uns umgibt, bleiben wir. Der Körper bleibt in seinen angenehmen Empfindungen. Nehmen die Hände dann hinauf vor die Stirn. Halten uns vor Augen und spüren Ruhe und Frieden in meinem Geist. Und nehmen die Hände vor den Mund und halten uns vor Augen, wie Ruhe und Friedlichkeit und all das Gute, das wir in uns tragen, einen Weg findet in den Ausdruck durch unsere Sprache, durch unser Tun. Und nehmen die Hände vor das Herz. Spüren Ruhe und Friedlichkeit und Herzenswärme in uns, wie ein Licht im Herzen. Atmen nochmal gut durch, tönen dann Ohren.
Frieden vor dem, was wir im Innersten sind, was uns in unserer Menschlichkeit ausmacht. Ich wünsche euch gutes Üben und bis zum nächsten Mal. Bleibt innerlich aufgerichtet und gut eingestellt, ganz bereit, mit allem umzugehen, ganz gleich, was geschieht. Versucht die Kraft zu spüren, die ihr in euch tragt, dass ihr wirklich gewappnet seid. Ihr habt die Kraft, jeder hat die Kraft in sich, mit allem sinnvoll und vom Herzen motiviert, mit einem klaren Blick umzugehen. Dann alles Liebe euch, bis dann. Tschüss, ihr Lieben.